Info-Fitness-Snackbite. Also Wing Chun-Story wollte ich nicht rein, aber mir ist wieder was mit Wing Chun aufgefallen, was ich da erzählen will. Und ja, ich liebe Wing Chun, das ist ein ganz guter Stil, Wing Chun. Ja. Und mein Wing Chun-Sifus, eigentlich beide sind super Menschen. Ja. Und Respekt, was die Beute drauf haben. Wer mein persönlicher Sifu mir unterrichtet, mit Geduld und Ruhe und komplexen Aufenthalte so gut erklären kann, weil Wing Chun ist halt schwierig. Ja. Aber, und ich habe auch ganz gute Kung Fu Wing Chun Geschwister, also Brüder und Schwestern. Es gibt ja ganz viele, die gut sind. Aber es gibt auch welche, die denken, die haben einfach den Stall, der Weiß in der Tasche und die sind besser wie andere Menschen, vom Menschlichen her, von ihrem Stil her. Und deswegen haben auch viele Wing Chunler durch so den auch schlechter Ruf, gerade heutzutage in Deutschland. Und weil das extra Wurst kochen, und das war ja schon damals so bei mir, als ich zum ersten Wing Chun Ding gegangen bin, und da war es richtig Sektorstrukturen. Das ist nicht immer chillig, man ist schon einmal zusammen aufs Seminar gefahren und sagen wir mal, um die Umwelt zu schonen, hat man halt immer einer gefahren. Ich habe damals noch keinen Führerschein gehabt. Und das ist einfach mal so meine Jugendzeit. Und dann ist der Kollege Ralf M. gefahren und so weiter. Und der hat ja die Sektorpropaganda total geschluckt. Und abends habe ich mal nicht über das Wing Chun geschwätzt, sondern über was anderes. Da sind wir da irgendwo in Husserhof angehalten und dann haben die Tennis gespielt und das haben wir bewundert. Und dann hat man halt auch das gesagt, was man denkt hat. Guck mal, wie gut die Tennis spielen, wie sportlich die sind und Kondition die hin. Und dann muss gerade, weißt du, so Sektorstruktur, es ist ja kein Wing Chun von unserem Verband, ja, nicht vom Kernspechtverband, dann muss es ja schlecht sein. Ja, dann hat der Ralf gesagt, jetzt hört aber auf, es ist kein Wing Chun und deswegen ist nicht gut und aus und basta und ist nichts von uns, deswegen ist das schlecht. Das hat einer gesagt, muss doch nicht jeder Wing Chun machen. Und das habe ich zu dem gesagt, ja, was ist denn für ein Vergleich, Ralf? Also der andere Kollege, das war klar, der hat jetzt zufällig auch Peter geholfen, der hat dann gesagt, das muss ja nicht jeder Wing Chun machen. Und ich habe zum Ralf gesagt, ja, das ist auch nicht vergleichbar mit Wing Chun. Wir machen Kampfkunst und ich mache eine Ballsportart. Und Tennis ist doch auch schön, für die Konditionen hast du nicht gesehen. Und dann der Ralf ganz eingeschnappt, so. So richtig arrogant. Soll das heißen, dass wir keine Kondition haben? Wenn wir im Dschungel haben, die beste Kondition, weil wir Bruderkampf machen. Dann sage ich, ja, aber das hat auch, wenn wir die Tennis spielen, weil sie eine gute Kondition haben, dann habe ich ja nicht damit gesagt, dass wir im Dschungel keine gute Kondition haben. Also so die lächerliche Diskussionen sind da gekommen und der letzte war es ja auch so. Also ich hatte letztens eine Probe im Kampfsport gemacht, das gefällt mir, dann mache ich wieder Probe. Wenn es weiter so gut ist, dann wollte ich auch einen Vertrag unterschreiben. Es war Thai-Boxer, MMA und Kickboxer. Und mir hat das eigentlich ganz gut gefallen, weil die Menschen füreinander einstanden und sehr so zusammenhalten. Und das feiere ich sehr. Also das hat mir sehr gut mitgenommen, das hat mir sehr gut gefallen. Und als ich dann wieder nach einer langen Abstinenz wieder mit eigentlich mal Wing Chun weitergemacht haben, was mir als Stil sehr gut gefällt, auch da habe ich es vergleichen können. Also da war also jetzt wieder zum Wing Chun, da habe ich ja Technik gemacht, die habe ich lange nicht geirrt, aber ich habe es trotzdem gut durchgezogen und dann ist der arrogante Wing Chun wird daneben gestanden, der jetzt bald Schwarzgurt hat und sich dann, was war denn das? Wo es eigentlich nicht mehr schlecht ausgeführt war und sogar richtig war, nur halt nicht mehr so in der Routine, wie es wir gehabt haben. Und statt da ein bisschen Leute mutig, sondern halt Leute niedermachen, Leute auslachen und so. Und es hat ja beim Kampfsport wieder ganz anders wahrgenommen in dem Kurs. Da haben die Kicks gemacht, die da ja auch die Routine nicht so drin war und auch Kicks gemacht, die ich schon lange nicht mehr gemacht habe. Und da war einer, der hat mir alle Tipps gegeben und gesagt, das möchtest du so besser und so möchtest du besser und so. Und das möchtest du schon gut, du hast Talent. Und haben mich eigentlich mehr unterstützt als Team und so. Und haben auch einen neuen Kick gelernt, den ich so noch nie gemacht habe. Und dann haben die mich da motiviert und aufgebaut und gesagt, ja, mach das mal so. Und habe ich so gemacht, das sieht doch sehr gut aus, Junge. So, die war mehr als Team da. Da hat mir keiner ausgelacht, wie der eine jetzt im Wing Chun. Ja. Und das Beste war, ich bin dann heimgefahren. Dann ist der
kurz vom Schwarzgurt und mit dem Chung, der ist dann hinter mir gefahren, fährt ganz dicht auf mir auf. Also es war eine Straße. Was war das jetzt? Ich muss jetzt nicht zusammengestochen werden. Dann gehen wir halt lieber weg. Ja. Ja, und. Ja, so war ich. Der Vater verloren. Ja, und das, ich bin durch eine Wohnsiedlung gefahren. Ja. Und da darfst du nur 30 fahren. Und der fährt hinter mir her, Stoßstange fast, wo ich denkt habe: Junge, was soll denn das? Ja. Junge, was soll denn das? Ich habe nicht mal gewusst, dass das der ohne Wing Dschungler ist. Ich habe nur gedacht, Junge, was soll das? Weil du musst ja Sicherheitsabstand gewährleisten. Wenn jetzt irgendwie was über die Straße läuft, dann muss ich ja bremsen können. Und wenn ich dann überraschend bremse und der keinen Sicherheitsabstand hält, dann fährt er voll mit rein. Das ist erstmal er vor Gericht, er erstmal der Schuldige, weil er quasi den Sicherheitsabstand nicht eingehalten hat. So. Dann hat er geguckt, und haben in der Rückspiegel geguckt und habe gedacht, das ist ja, wo ich glaube, davor habe ich ein bisschen gedacht, ob das der sein habe, aber nicht weiter denkt, bin mir aber nicht mehr ganz sicher. Und dann hat er geguckt, und dann guckt in der Rückspiegel genauer nach und dann sehe ich, ah, das ist der Kollege aus dem Wing Chun, der kurz vom Schwarzgurt ist. Und dann muss er so machen. Man muss ja als Wing Chunler da in Deutschland besonders jetzt auffallen und eng auffahren. Die Leute, quasi, das ist auch bedrängend, sie sollen schneller fahren, was er auch Straftat im Straßenverkehr. Und dann noch auffallen mit Hupen und Winken. Ja. Man muss ja jetzt zeigen, man ist mit dem Dschungler, man muss ja alles überall was Extras machen und sich nicht normal verhalten, wie es sich gehört. In Deutschland. Ich habe auch schon Wing Chun-Kurse in anderen Ländern gemacht, da war es schon besser. Und auch in China, da war es eigentlich angenehm miteinander. Es gibt auch viele Wing Chun-Kurse hier, die sind in Ordnung. Aber es gibt auch viele bei uns welche, die denken, die sind halt in Ordnung, die denken, da müssen wir extra Würstchen kochen. Ja, da war halt auch mal in die Richtung, weil es mich inspiriert. So, und ja gut, dann bin ich halt mein Tempo gefahren, 30, weil da darfst du schon 30 fahren, halt mit Strick ans Tempolimit. Und dann hat mir das Bürschle dann irgendwann überholt, was ja in Ordnung war. Wo es eigentlich auch nicht Straße zum Überholen, aber ja. War aber jetzt, ja. Ja gut, und dann, da gibt, obwohl eigentlich mit dem gut auskommen im Training oft, aber manchmal haut er halt so die Geschichte raus. Also mit dem kannst du noch meistens halt gut trainieren, aber wenn er manchmal sowas bringt. Ja. Und der Ort war gestern auch nice, deswegen können wir uns auch davor dann auch was filmen. So. So. Verzaubern, ja. Aber oft bringt auch so Sachen, wo ich denke, der ist schon total Banane und er wird immer schlimmer, umso weiter in den Schwung steigt. Dabei muss man ja den Charakter mitbilden. Dann letztes Mal habe ich mit einer Frau trainiert, die Frau Tön. In letzter Zeit eigentlich sehr gut mit ihr trainiert, muss ich sagen. Sehr souverän, sehr freundlich, sehr lobenswert. Dabei bin ich abends zu Frau Tön ein bisschen offener geworden, habe mit ihr abends mal ein bisschen geschwätzt, obwohl ich eigentlich nur aufs Training fokussiert bin und nicht schwätzen will. Und manchmal muss halt schon schwätzen, wenn irgendwie was möchtest mit Skisau und so. Ja. Und da sind wir halt ganz kurz einmal im Dialog gewesen und so. Und hat eigentlich soweit alles passt. Wir haben halt dann gut trainiert. Also wenig geschwätzt und gut trainiert. Aber wenn wir was zum Schwätzen geht, dann war es eigentlich angenehm. So. Mit der Frau drin. Ja. Ja. Bis dann einmal, also das war letztes Mal, der quasi, obwohl es eigentlich harmonisch war bis zum Schluss, ja, und der Sifu hat dann auch überzogen mit der Minute, was in Ordnung war, dann kommt ihr auf irgendwas daher, was ich vorher gemacht habe. Das war jetzt kein Sparling, wir machen da auch Sparling, aber es war kein Sparling, was ich vorher gemacht habe. Aber es gibt auch welche in dem Dojo, du kannst gut bolzen und so, da gibt es keine Probleme, aber es gibt halt auch welche, die machen Mordsdiskussionen und die wollen auch nicht bolzen. Dann fragen wir, sind halt auch ein bisschen falsch am Platz, obwohl die Frau Tön mag und auch gut finde, dass die in dem Kurs ist. Aber dann, die hat auch das ohne Diskussion, was gar keine Diskussion ist. Weil es gibt so einen Block, wenn einer so möchte, dass du den blockst und so möchtest. Ja.
Oder wenn einer so möchte, dass du Kettervorschläge mischst, lockst und einen Schwinger mischst. Also Riegelarmer nennt sich das. So. Und jetzt habe ich halt immer, ich habe MME-Handschuhe angehört, immer so gestoppt vor ihrem Gesicht und das habe ich gut gemacht. Jetzt sehe ich die dann, zwei Minuten über dem Schuss weg, fängt die zum Diskutieren an. Ich habe öfters halt deine Faust in meinem Gesicht gesehen, da sage ich, wie meinst du das? Ja, mit dem und dem, mit dem Riegelarmblock und so. Da sage ich, ich habe doch bremst, da ist noch nichts passiert. Aber wenn ich Knusser hätte, dann hätte ich Applaus auch gehabt. Da habe ich gedacht, was will denn jetzt von mir? Da sage ich, ja, wenn du Knusser hättest, und du musst ja nicht sein, dass ich dich dann berühre oder dass du mit meiner Fuß in Kontakt kommen wirst. Und selbst dann kriegst du schnell kein blaues Auge. Ja? Und wenn du blaues Auge kriegst, gehört ja auch dazu. Weil ich habe halt ein Beispiel von früher genommen, aus meiner ersten WT-Zeit, wo er gesagt hat, früher hätte man öfters Blut oder gewisse blaue Augen gekriegt und so. Aber das gehört halt mit zu jedem Stil Vollkontakt. Ja? Wenn du, was ja an dem Dojo auch, da machen wir auch Vollkontakt und manche Wälder teilen oder so, aber es gehört halt dazu, wenn es richtig lernen will, gehört es halt dazu. Und dann hat die da Diskussion geführt und ja, was für ein Verband war das und so und das ist ja so die Wing Chun Politik, wo wir in Deutschland hin. Ja, ich sag, was für ein Verband das war und so. Ja, aber wir sind ja was ganz anderes, wenn das früher schon gehört haben. Das haben die dem anderen Verband auch gesagt, ob wir ja, nur das, da war es Propaganda, ja, wir sind das Originale, Wing Chun, das einzige Originale und wir sind ganz was anderes. Ja. Heute ist das so, ja, unser Dai-Sifu hat es umgeformt und uns seine Revolutionarbeit gemacht und hat es neu strukturiert und die Zeit angepasst und wir sind ganz was anderes. Also wenn das so schwätze hier. Ich kenne jetzt auch noch ausreden. Und da sage ich, aber der kommt doch aus dem Verband raus, unser Dai-Sifu. Der kommt doch aus dem Verband raus. Aber ist ein ganz anderer Stil wie der Taekwondo, Karate. Das kannst du so gar nicht in Verbindung setzen, weil das ja aus dem harten Shaolin-Kung-Fu kommt. Und das Taekwondo in Korea, wie es sich entwickelt hat, Und Karate, wie sich in Okinawa entwickelt hat, hat natürlich auch viel gemeinsam, aber trotzdem sind es unterschiedliche Stile, weil es Karate auch Block, gleiche Blocks teilweise hat, teilweise ganz andere Blocks hat und auch in einem ganz anderen Land halt aufgewachsen ist wie das Taekwondo. Und Karate hat 50 Handarbeit und 50 Beinarbeit, weil es im Taekwondo mehr beinlastig ist. Na, verwandt sind irgendwie, also Cousins halt, aber doch gravierende Unterschiede gibt. Aber das ist ja was ganz anderes, weil der Folger, der ist ja damals aus dem Kernspechtverband gekommen. Muss immer in Kampfstellung bleiben, weil es halt, da kommt jetzt irgendwie ein Mensch, der Baller ist oder Raubtier. Was eigentlich eher weniger ist, eher Menschen. Ja, der Volker ist ja aus dem Kernspechtverband gekommen und hat ein bisschen was geändert. Ja. Der Kernspecht hat in seinem Verband mehr geändert, wie der Volker draus gemacht hat. Und trotzdem ist das ja fast identisch zu dem Wing Chun, was ich früher in den 90ern gelernt habe. Aber ich habe auch gesagt, egal welcher Stil, Vollkontakt ist wichtig. Du kannst nicht nur Techniker lernen, wenn der Partner mitmacht. Du kannst nicht nur Techniker in der Luft lernen. Was ist, wenn der Partner richtig mal dir einen Schwinger verpasst oder so? Das musst du auch üben. Funktioniert dann mein Schlag oder mein Block? Und wenn ich den Vollkontakt nicht übe, dann bin ich auch einfach ein Luftikus, ein Trockenschwimmer, ein Tänzer, mehr nicht. Weil der Vollkontakt gehört dazu. Und wenn man den Vollkontakt nicht übt, dann gehst du auf die Straße an, weil auf der Straße kommt einer gleich mit dem Hammer und wenn das Block nicht richtig irrst, wenn du unter Vollbeschuss bist, dann wirst du auch nie ein Gespür dafür kriegen. Oder man muss auch mal lernen, einen einzustecken und versuchen weiterzumachen. Ja? Egal wie viel Technik du kannst, wenn einer wegen der Technik kann und kennt das vorher Gefecht, hat der dann im Gefecht mehr Chance, wie man selber. Also muss immer, egal welcher Stil, sei es Karate, sei es egal welcher Wing Chun Verband, egal ob es Boxer oder was auch immer das ist,
Vollkontakt ist wichtig. Ohne Vollkontakt wirst du nie die richtige Technik einstudieren. Ja? So, jetzt bin ich eigentlich fertig. Das ist einmal ein Problem. Wenn du da zwischen die Beine kommst, kann man sich gut verstecken und du denkst, das ist schon ein Laufen, dabei war das was ganz anderes. Also da hast du ja sowas knackig gehört. Und es sind weniger Tiere, die ihn angreifen, sondern eher Menschen, die da ein bisschen bescheuert sind. Von denen muss man mehr Angst haben, aber selbst qua Tierseite ist gerade jetzt selbst stark, wenn es Hunger hat und sonst an keine Nahrungskette kommt oder Tollwut hat, dann musst du auch natürlich aufpassen. Also, das war es, was ich zum Dschung sagen wollte, das ist mir halt echt auf dem Herzen gelegen. Das Sifu an sich ist perfekt, auch der Folge der Max sind perfekte Sifus. Und die unterrichtet auch keine Sektenstruktur im Gegensatz zum Fladen und das Schreckliche. Aber und es sind auch viele in dem Dojo, wo der unterrichtet, die super sind, aber es gibt halt auch manche, die sind so arrogant und so eingebildet, dass die denken, sind der Stein der Weisen in der Tasche. Und die Diskussion fand ich auch, dass ich bin ja an sie nicht nachgekommen. Aber wenn ich Gnose hätte, da wäre schon mit nachgekommen. Und auf das eine Diskussion aufbauen, welcher Wing Chun Verband wo und Karate und Taekwondo und so, dann weißt du, aus so einem kleinen Ding so eine Diskussion aufmachen, das kann nur ein Wing Chunler in Deutschland sein. Und ja, nichts gegen Deutsche, liebt die deutsche Crew, aber auch wenn es manche im Grand oder manche Deutsche, sobald sie hier mit Wing Chun in Verbindung kommen, dann denken sie, sie sind die besten Wesen, sie sind die besten Übermenschen, weil sie so gar nicht empfinden. Ich mache Wing Chun und werde bodenständig. So. Und als Wing Chun muss aber, egal welcher Stil, du musst jetzt Bescheid sagen, bei vielen Wing Chun habe ich den Eindruck, die wird überheblich und arrogant und so. Nicht alle, es gibt auch noch vieles in Ordnung, aber damals in der Sekte, wo ich war, in den 90er, war der L in der Schule ziemlich überheblich und hast nicht gesehen. Ja, also, obwohl da auch ein paar rumgesprungen sind, die waren in Ordnung, Peter war in Ordnung und so. Aber, oder der Robert war in Ordnung, der alles auch alten Schule schon gehört hat und im Flanen mit dem Schrecklichen. Aber das. Wir sind besser wie so ein Spaltsport wie Tennis. Also da kannst du nur in den Kopf nachlangen. Warum kann man nicht. Warum muss man das vergleichen und warum muss man als Wing Chun das Tennis als Feindbild anrufen? Also das finde ich bekloppter Gott zwar nicht. Ich kann auch Wing Chun machen und wenn ich Spaß im Tennis habe, mache ich das mit. Also, und das finde ich halt. Das sind halt immer so Schlussmomente, wo ich manchmal bereit ist, wie das mit Wing Chun angefangen haben. Es gibt aber Momente, wo ich dann wieder glücklich bin, dass ich mit dem Zug angefangen habe. Weil die Techniken mir einfach Spaß machen. Aber ja, Spaß macht, wenn ich mit Max trainiere. Also wünsche ich euch was, liebe Freunde. Rechte Faust, linke Handfläche. Zeit 10! Wir haben heute gerade so ein bisschen bei Theorie geschwätzt.